Wie macht man sich ein Bild von Menschen, die ein Land führen wollen? Von denen es schon so viele Bilder gibt? Lässt sich hinter die Fassade schauen? Oder denk dir was Schönes, genau. Ganz Olaf, entspannt. Das muss noch schöner werden. Ja, ja. Wir haben sie 5 Monate lang beobachtet. Dankeschön. Das scheint ja alles nicht so leicht zu sein. Ja, das ist Wahlkampf. Ja. Im Auf und Ab. Im Wahnsinn, der sich Wahlkampf nennt. Das gibt mir die Sicherheit, dass ich der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland bin. Deutschland steht vor einem Wechsel. Die Macht wird neu verteilt. Ein Sonntagnachmittag im Regierungsviertel. Es gibt etwas zu sehen. Einen knallharten Machtkampf. Da kommen zwei, die dasselbe wollen. Kanzlerkandidat der Union werden. Sie haben es nicht geschafft, das hinter den Kulissen abzuräumen. Ich bin bereit zu dieser Kandidatur. Und wenn die CDU das in breiter Mehrheit unterstützt, dann glaube ich, ist das okay. Armin Laschet ist seit 3 Monaten CDU-Chef. Er glaubt seine Partei hinter sich. Ich finde, die Parteigremien müssen jetzt morgen die Chance haben, das in aller Ruhe zu beraten. Es ist für beide wichtig, für Armin und mich, für uns beide, dass wir die Entscheidung nicht auf Biegen und Brechen fällen. Es kommt zum Biegen. Und fast zum Brechen. Söder zwingt Laschet zum Duell in die gemeinsame Bundestagsfraktion aus CDU und CSU. Herr Söder, wie groß ist Ihr Rückhalt in der Fraktion? Verschlossene Lamellen. Was geheim ausgetragen werden sollte, wird zur Live-Übertragung. Jedes Wort twittern Teilnehmer nach draußen. Für Laschet sieht es schlecht aus. Er argumentiert mit Inhalten. Söder mit seinen viel besseren Umfragewerten. Viele Abgeordnete, auch der CDU, haben Angst, mit Laschet ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Eine schweigt. Angela Merkel. Sie hat angekündigt, zu ihrer Nachfolge kein Wort. Die Sitzung endet ohne Ergebnis. Söder glaubt, die Zeit spiele für ihn. Die Entscheidung dürfe nicht im Hinterzimmer fallen, sagt er. Die Grünen räumen ihre K-Frage geräuschloser ab. Sie sind alle bereit? Das heißt, wir starten. So, guten Tag und guten Morgen zu einem in der Tat besonderen Tag. In diesem Wahlkampf wird uns die erste grüne Kanzlerkandidatin führen, Annalena Baerbock. Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir. Co-Chef Habeck verschwindet in der Kulisse. Vorerst. Bei den Grünen hat die Frau den Vortritt. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht, um gut durch dieses neue, herausfordernde Jahrzehnt zu kommen. Mit diesem Aufsichtfahren, das haben wir aber schon immer so gemacht. Und wenn es dann doch sein muss, dann drehen wir halt noch so ein Stellschräubchen weiter. Da kommen wir nicht weiter. Annalena Baerbock hatte die Berliner Bühne schnell erobert. 2013 kommt sie in den Bundestag. 4 Jahre später, in den Jamaika-Sondierungen, fällt sie vielen auf. Auch in Union und FDP. Durch Akribie, Detailversessenheit, Durchhaltevermögen. Auch Robert Habeck lernt sie damals kennen. Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
2018 werden beide Parteivorsitzende und geben sich dabei ein Versprechen. Und auf einmal saßen wir beide dann auf der Bühne von dem Parteitag, also im Grunde ein total öffentlicher Moment, 1000 Leute und wahrscheinlich hat Phoenix noch übertragen und alle gucken zu. Und trotzdem war es ein vertrauter Moment, weil wir auf einmal wie in so einem Auge des Orkans auf einmal zum ersten Mal nebeneinander saßen als gewählte Bundesvorsitzende. Und da haben wir dann gesagt, so, jetzt lass uns das gemeinsam machen. Sonst lass uns nicht den Fehler machen, der davor da war, dass wir uns gegenseitig ausspielen. Wollt ihr nicht singen? Wir wollen lieber gucken, dass wir uns halt das mal fest. Ja. Baerbock und Habeck schneiden die Partei auf sich zu. Anders als früher treten die Grünen plötzlich geschlossen auf. Das neue Duo macht die Partei regierungsfähiger. Streitigkeiten gibt es, aber mit weniger Ideologie. Und selten öffentlich. Würden Sie sagen, dass Sie Freunde sind? Freundschaft ist für mich persönlich ein hohes Wort. Aber wir sind politisch befreundet und wir sind auch seit 3 Jahren so viel im Austausch, dass wir auf unserer Ebene des Duos miteinander befreundet sind. Das ist unsere Stärke, dass wir auch verschieden sind, aber dass wir im Respekt und im freundschaftlichen Miteinander eben Verantwortung übernehmen. Tschüss, bis bald. Können Sie noch mal gucken? Noch einmal hier rüber. Erste Kanzlerkandidatin der Grünen. Ein bittersüßer Moment, ruft Robert Habeck ihr noch hinterher. Hörst zu? Per Zeitungsinterview. Am Abend desselben Tages. Armin Laschet schaltet die CDU-Parteispitze zusammen. Bundesvorstand. Auch Markus Söder ist eingeladen, nimmt aber nicht teil. Er hatte das Gremium als Hinterzimmer bezeichnet. Von wegen. Aus der turbulenten Sitzung wird wieder alles öffentlich. Im Moment ist diese Sitzung an einem ziemlichen Kipppunkt angekommen. Noch führt Söder mit großem Abstand vor Armin Laschet. Für Laschet haben sich beispielsweise Bouffier, Günther und Laumann ausgesprochen. Für Söder, Haseloff, Wegner, Röttgen und bedingt auch Klöckner. Und dann soll es irgendwann in der Nacht, möglicherweise erst nach Mitternacht, zu einer möglicherweise geheimen Abstimmung kommen. Ein Drittel des eigenen Vorstands versagt Laschet schließlich die Gefolgschaft. Es ist wie so oft in seinem Leben. Er ist angezählt. Verlässt den Hof gerade so als Gewinner, aber nicht aus eigener Kraft. Die alte CDU-Garde um Wolfgang Schäuble hat ihn durchgeboxt. Markus Söder hat sicherlich an einem Punkt die Entscheidung für Armin Laschet stark befördert, nämlich an dem Punkt, wo er die Legitimation des Bundesvorstandes der CDU infrage gestellt hat. Und das kann eine CDU nicht akzeptieren. Und das hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass auch diejenigen, die eigentlich eine andere Meinung hatten, dann für Armin Laschet eingetreten waren als Kanzlerkandidat der Union. Haben Sie in diesem Machtkampf die Härte von Armin Laschet unterschätzt? Nein, alle, die in der Politik Verantwortung übernehmen wollen, sind bereit, auch diese Verantwortung zu machen. Und es war ja im Endeffekt, waren ja andere sehr stark da engagiert. Armin hat sich da menschlich sehr fair und korrekt verhalten, deswegen bleibt da nichts. Ein paar andere haben es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist in solchen Zeiten ganz normal. Laschet ist Kandidat einer Union, die tiefe Risse hat. Er versucht gleich am ersten Tag, alle zu umarmen. Bis zur Selbstverleugnung. Wir sind in der CDU, der CSU dankbar für den guten, fairen Umgang in einer sehr weitreichenden Entscheidung, auch in einer sehr persönlichen Entscheidung. Reicht das aus? Wenig deutet darauf hin. Aus München treten die Verlierer nach. Lassen Laschet alt aussehen. Als Mann der Vergangenheit. Sie werden monatelang so weitermachen.
Ich bedanke mich sehr bei Arbeitsgemeinschaften, gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. Und lassen Sie mich ganz persönlich sagen, Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Das Getöse bei Union und Grünen hat einen fast vergessen lassen, den dritten Bewerber. Bei der SPD hat Olaf Scholz die Kanzlerkandidatur schon seit Monaten in der Tasche. Und nicht nur die. Das heißt ja, es würde sich in dieser Tasche immer Ihr Parteibuch verbergen. Stimmt das? Das stimmt, weil ich früher ja oft bei Parteitagen und Gremiensitzungen mein Parteibuch vorzeigen musste. Da habe ich es da reingesteckt und da habe ich es bei belassen. Und im Übrigen habe ich es mittlerweile in so einen Schutzumschlag gepackt, weil es ja von 1975 ist und allmählich ein bisschen auseinanderfällt, wie man wahrnehmen kann. Aber es ist original. Sie haben gesagt, Sie mussten es früher mal vorzeigen. Wann hörte das auf? Wenn ich jetzt zum Parteitag gehe, wissen die meisten, dass ich Olaf Scholz bin und auch SPD-Mitglied. Sondern es geht darum, dass wir ein Aktionskonzept für einen Friedensherbst entwickeln. Ist Scholz wirklich SPD pur? Die Frage begleitet ihn von Anfang an. Mitte der 70er gehört er zum linksdogmatischen Flügel der Jusos. Legt sich mit SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt an. Wettert gegen dessen Rüstungspolitik. Heute stellt er sich gern mit Schmidt in eine Reihe. Ein paar Jahre als Rechtsanwalt. Außerhalb der Politik sind für Scholz Lektionen im Pragmatismus. Anfang der 2000er wird er Generalsekretär von Bundeskanzler Schröder. Unbeirrbar verteidigt Scholz damals die umstrittene Agenda-Politik. Später wird er zweimal Minister unter Angela Merkel. Versteht sich mit ihr ausgezeichnet. Doch die Regierungslust hat einen Preis. Als Scholz 2019 SPD-Chef werden will, bestraft ihn die Partei. Scholz unterliegt einem Duo aus bis dahin weitgehend Unbekannten. Er, der lang gediente Pflichtmensch. Haben Sie in den folgenden Tagen mal irgendwann daran gedacht, aufzuhören mit der Politik? Oder zumindest mit dieser Partei? Es ist irgendwie eine merkwürdige Haltung, weil man selber etwas, was man unbedingt, was man gerne machen wollte, nicht machen kann, daraus gleich den Schluss zu ziehen, dass man alles hinwirft, das habe ich mal irgendwo als Waschlappenhaltung bezeichnet und empfinde es auch so. Der größte Widersacher von Scholz ist 2019 ein junger Mann mit linken Idealen, Kevin Kühnert. Das neue Spitzenduo gilt als sein Werk, er als der Drahtzieher im Hintergrund. Ich halte es auch weiterhin für richtig, dass er nicht Parteivorsitzender geworden ist. Und zwar nicht, weil er Olaf Scholz ist, sondern, und das war unser Hauptargument auch damals, weil er Teil der Bundesregierung war. Wenn so jemand jetzt die Parteispitze übernimmt, resigniert ein großer Teil der Mitglieder und sagt, es wird einfach nichts mehr. Die SPD kommt aus diesem staatstragenden, wir machen hier die Regierungsarbeit und die Partei hat das zu schlucken, wir kommen da nicht mehr raus. Lange ringt die SPD, ob sie einen Kanzlerkandidaten benennen soll. In Umfragen liegt sie hinter den Grünen. Schließlich tut sie es trotzdem. Wir wissen auch, dass diese Entscheidung für viele in der Partei, vielleicht auch außerhalb der Partei, eine ungewöhnliche Wendung darstellt. Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen. Hallo. Sven. Annalena Baerbock zu Besuch bei Start-up-Unternehmen. Die Akribische ist unterwegs. Hi. Und wie viel ist jetzt auf dem Pfand? Oder kein Pfand. Gar kein Pfand. Das heißt, es geht immer wieder zurück? Genau. Und der Kunde zahlt nur, wenn er es nicht zurückbringt. Das heißt, ihr sammelt Plastik weltweit? Oder was für Plastikflaschen sind das? Genau, das sind komplette Standard-Kunststoffflaschen. Und da wäre auch mein Vorschlag, ein System zu schaffen, dass man sagt, Schulranzen werden zurückgenommen, um sie zu reinigen, um sie dann zu spenden für Sozialeinrichtungen. Ja, ja.
Ulrike beim Du? Ja, genau. Baerbock will ein Image besetzen, das ihr keiner der Konkurrenten nehmen kann. Sie ist erst 40 und Mutter kleiner Kinder. Macht ihr Schwangerschaft und Still-Business-Kleidung auch? Ja, genau. Das geht so in die Richtung. Das hat mir sehr gefehlt. Das stimmt. Also wenn wir mal ausstatten dürfen. Ja, ich glaube, das dritte Kind ist gerade nicht so. Noch nicht. Da hätten Sie jetzt eine super Headline, wenn Sie. Schlagzeilen werden kommen. Aber andere als ihr lieb sind. Ja, nee, aber es ist ja wirklich toll, weil man so viele neue Ideen. Ich war sogar ein Wein. Weißt du, der falsche Notaufnahme? Ein Wahlkampfabend in Sachsen-Anhalt. Olaf Scholz erscheint durch die Hintertür. Wartet, wie oft, was auf ihn zukommt. Er ist kein Menschenmagnet, seine Partei in diesen Tagen auch nicht. Sie liegt eingemauert bei 14%. Scholz ist auch keiner, der die Welt umwälzen will. Seine Botschaft? Keine Zumutungen. Keiner soll sich fürchten vor zu viel Veränderung, trotz Klimawandel und trotz weltweiter Konkurrenz. Diese Aufgabe kann man gar nicht überschätzen. Ihr müsst keine Sorge haben vor der Zukunft. Ja, die Welt wächst zusammen, aber wir müssen uns deswegen nicht sorgen, weil wir können mit dem, was wir jetzt machen, dafür Sorge tragen, dass wir auch hierzulande technologisch vorne mit dabei sind und dass wer heute gute Arbeit hat, für sich und seinesgleichen und seine Kinder sagen kann, auch in 10 und 20 Jahren wird das hierzulande noch der Fall sein. Dafür werden wir jedenfalls kämpfen. Noch eine kleine Sache. Ich wünsche mir Olaf Scholz als Kanzler für 2021. Das wollte ich nur noch mal sagen. Danke. Also, danke. Scholz hat einen unsichtbaren Gegner. Das Verlierer-Image der SPD. Wann zünden Sie dann an die Rakete? Weil die können Sie ja nicht in der letzten Woche zünden. Ich bin überzeugt, dass jeder, der weiß, dass eine Langstrecke ist, auch weiß, dass die Schlussphase die anstrengendste ist. Aber wir haben die Puste dafür. Videodreh für den grünen Wahlkampfslogan. In Sichtweite des Kanzleramts. Mit Farbe auf Kurkuma-Basis. Biologisch abbaubar. Die Partei sieht sich gut im Rennen. Auf Augenhöhe mit der CDU. Alles scheint möglich. Das freut auch den Wahlkampfleiter. Da habe ich ein schönes Bild von da oben, da an der Hebebühne. Geht's um Bilder? Klar, im Wahlkampf geht's auch um Bilder. Allerdings, das Image der Kanzlerkandidatin hat erste Risse. Sie musste Bonuszahlungen ihrer Partei als Nebeneinkünfte nachmelden, hat ihren Lebenslauf aufpoliert. Handwerkliche Fehler. Auch der Wahlkampfleitung. Ich glaube, dass Fehler im Wahlkampf natürlich auch passieren. Das wird immer wieder passieren. Es wird ja nicht so sein, als wird alles immer glatt laufen. Die Konsequenz ist, dass man noch genauer hinschaut und noch genauer sich abstimmt und schnell reagiert, wenn was hochläuft. Schließen Sie aus, dass solche Dissonanzen auch weiterhin vorkommen in den nächsten Wochen und Monaten? Na, ich schließe überhaupt nicht aus, dass wir nicht noch weitere Fehler machen. Wir sollten nur neue und andere Fehler sein. Armin Laschet unterwegs als Kanzlerkandidat. Er besucht den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff. Dessen Landes-CDU war für Markus Söder. Fotos, gern. Gemeinsame Auftritte vor Bürgern, lieber nicht. Eine Landtagswahl steht bevor. Der Kanzlerkandidat wird eher versteckt. Für sich selbst formuliert Laschet einen bemerkenswert kleinen Anspruch. Das kleinere Übel sein, das genügt.
Das stelle ich überall fest, auch aus Sachsen-Anhalt. Ich habe noch mehrere Einladungen, die ich gar nicht alle schaffe, in einzelne Wahlkreise. Also da sagen jetzt alle, wir wollen lieber, dass du Kanzler wirst als Frau Baerbock. Und das finde ich eine berechtigte Fragestellung. Ja, ist doch so. Ja, ist ja. Deswegen stehen wir ja hier. Gut. Besuch in einem Kloster. Tradition und Glaube sind Laschet wichtig. Er glaubt auch, dass ihn der CDU-Vorsitz zum Ziel trägt. Bei Angela Merkel hat es ja 4-mal geklappt. Eine Fehleinschätzung? 2 Wochen nach seinem Besuch gewinnt die CDU die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Der Sieg geht mit Haseloff nach Hause, nicht mit Laschet. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Laschet die Bundespolitik betritt, gilt er als Moderner in der CDU. Ist Redenschreiber für die Kohl-Widersacherin Süßmuth und bricht doch nicht mit dem Kanzlerlager. Bis heute wohnt Laschet in seiner Geburtsstadt Aachen. Er braucht das Heimatgefühl. 2005 wird er in NRW Deutschlands erster Integrationsminister. Der personellen Erneuerung, seine politische Karriere steht mehrmals kurz vorm Aus. Nach nur einer Wahlperiode fliegt er aus dem Bundestag. Verliert später im Kampf um den CDU-Landesvorsitz in NRW gegen Norbert Röttgen. Und gewinnt 2017 die Landtagswahl äußerst knapp. Seitdem regiert er in NRW mit nur einer Stimme Mehrheit. Laschet steht in vielen Fragen an Merkels Seite. Auch 2015 in ihrer Flüchtlingspolitik. Während der Pandemie setzt er sich ab von ihrem Kurs, ist früh für Öffnungen, zeigt ein völlig anderes Wissenschaftsverständnis als die Kanzlerin. Immer wenn jemand ankommt und sagt, die Wissenschaft sagt, ist man klug beraten zu hinterfragen, was dieser gerade im Schilde führt. Denn die Wissenschaft hat immer auch Mindermeinung. Und wenn es ein Einzelner ist. Aus dem Kampf um ihre Nachfolge hält sich Merkel monatelang demonstrativ raus. So, guten Tag. Gut, dann fangen wir mit dem Kleinen mal an. Das wäre der Kleine. Alright. Bei der SPD läuft die Kampagne zu diesem Zeitpunkt nach Plan. Okay. Aber ohne großen Auftrieb. Ja. Bisschen höher, Olaf, das Ding. Bist noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher. Fotoshooting für die Scholz-Plakate. Die Partei setzt nur auf einen. Mach mal den Brief weiter vor zu mir. Also mehr rausfahren. Genau. Super. Ihr das mal? Muss irgendwie ein fester Griff sein, wenn ich das mal sagen darf, vom Aussehen her. Oder denk dir was Schönes, genau. Schokolade nicht. Was denn nicht? HSV? Nee, auch nicht. HSV, da fängt an zu weinen. Wie setzt man einen Scholz in Szene? Gut. Wie war das mit dem Tisch und ohne Tisch? Darf ich einmal da gucken? Peter, er muss freundlicher. Okay, alles klar. Olaf hat sehr schöne Gedanken, die aber ganz intim sind. Achtung, ich muss auf die andere Seite. Super, das ist gut. Ist okay, wenn ich dich anfasse? Ja. Okay, gut. Ja, okay, gut. Ist das ein bisschen besser, Theo, jetzt mit dem etwas positiveren? Noch mehr? Das wäre sonst zu einsam. Ganz Olaf, entspannt. Das muss noch schöner werden. Ja, alles gut. Dass es wieder schöner wird, hoffen auch die Grünen. Ein Parteitag soll sie ins Reich der Inhalte führen. Die Fehler der Kandidatin vergessen lassen. Ein letztes Mal wirkt der Baerbock-Habeck-Schwur. Wir wissen natürlich, dass Kameradschaft und Solidarität sich nicht beweist, wenn die Sonne scheint und der Wind von hinten kommt, sondern genau dann, wenn der Wind von vorne kommt oder jemand im Regen steht. Deswegen für die Zukunft. Deswegen für die Zukunft mit Gelassenheit und Stärke durch dick und dünn.
Hatten Sie das Gefühl, da die Partnerin schützen, stützen zu müssen? Es hat nichts mit Hilflosigkeit der Partnerin zu tun, aber dass man, wenn jemand gerade eine schwierige Phase durchläuft, nicht sich wegduckt, das gehört schon zu meinem inneren Ehrenkodex. Eure volle Solidarität zu spüren, Robert, dich da an meiner Seite zu wissen, das hat Kraft gegeben und volle Power, und dafür herzlichen Dank. Trotzdem, die Anspannung bleibt hoch. Das zeigt ein kleiner Vorfall. Baerbock hat sich in ihrer Rede verhaspelt. Am Ende bleibt ihr Mikrofon eingeschaltet. Eine Sekunde zu lang. Scheiße! Am Ende des Parteitags ist klar, die Stimmung hält Habeck hoch, nicht Baerbock. Er will feiern, sie die Kontrolle behalten. Auch über die Bilder. Die vergangenen Wochen haben sie noch misstrauischer gemacht. Mit noch einem Dominik. Und zu dir drehen. Hallo, hier. Wie beschreiben Sie denn den Arbeitsstil von Annalena Baerbock? Akribisch, fordernd und meinungsstark. Wenige Tage später stellt Baerbock ihr Buch vor. Die Debatte über ihre Fehler glaubt sie überwunden. Dass da jedes Punkt und jeder Punkt und jedes Komma angeschaut und umgedreht wird, das war mit unserer Kanzlerkandidaturankündigung für uns klar. Vielen Dank. Genau das passiert auch mit ihrem Buch. Plagiatsjäger finden abgeschriebene Stellen. Angeblich mehr als 100 auf 240 Seiten. Der Ruf der akribischen Baerbock ist dahin. Es kostet sie viel Glaubwürdigkeit und die Grünen Zustimmung. Schon wieder ein Fototermin für Olaf Scholz mit Kandidierenden. Für die SPD wollen auffällig viele junge Menschen ins Parlament. Ein Drittel ist unter 40. Sehr zur Freude von Kevin Kühnert, Scholz' früherem Widersacher. Viele von denen, die hier sitzen, sind Kühnerts Freunde. Können sich auch eine Koalition mit Grünen und Linken vorstellen. Scholz hat für diese Option wenig Sympathien. Aber er schließt sie auch nicht aus. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, die politischen Zeiten werden bunter und wilder, als wir das aus den gemütlichen Jahrzehnten der Bonner Republik noch kennen. Bunt und wild. Und hinter ihm sitzt Olaf Scholz. Na, einer muss ja in die bunte, wilde Welt auch ein bisschen Ordnung reinbringen. Das ist der Kollege da hinten. An Kevin Kühner zeigt sich exemplarisch eine Veränderung der SPD. Plötzliche Geschlossenheit. Als es um den Vorsitz ging, zog Kühner die Strippen gegen Scholz. Mittlerweile zeigt er sich gern mit ihm, sagt nur Gutes, selbst über Scholz' Hang zur Besserwisserei. Aber mir ist jetzt viel wichtiger der Hinweis auf den Titel. Zur Vollendung kommt Politik dann, wenn man dann noch den letzten Schritt schafft, nämlich das Ganze zu übersetzen in parlamentarisches Handeln, Regierungshandeln, Verwaltungshandeln auch. Der Perfektionismus, mit dem er versucht, das zu machen, und es auch andere spüren lässt, dass er das besser kann, als man selbst das kann. Das ist, ja, diesen Ärger, den ich als Juso häufig gespürt habe, wenn er mich das hat merken lassen, der ist gleichzeitig Antrieb zu sagen, das will ich irgendwann, will das gerne auch andere spüren lassen. Sieht denn jeder meine Kamera? Dass der Frieden in der SPD hält, auch nach der Wahl, dafür gibt es keine Garantie. Eine Niederlage wäre das politische Aus für Olaf Scholz. Kühner dagegen weiß auch dann seine Truppe hinter sich. Die Union stellt ihr Regierungsprogramm vor. Wir unterschreiben jetzt den Vertrag. Eins, zwei, drei.
Der erste gemeinsame Auftritt seit dem Kampf um die Kanzlerkandidatur. Ah, schön. Nichts ist geheilt. Selbst über das, was Sie schwarz auf weiß ins Programm geschrieben haben, werden Sie noch streiten. Es ist ohne Groll und es ist eine ehrlich gute Zusammenarbeit. Die war übrigens schon vorher da und diese 10 Tage haben es nicht kaputt gemacht. Weiß nicht, ob du es auch bestätigen kannst? Ich sehe das auch so. Gut. Söder lässt Laschet auflaufen, wann immer er kann. Öffentlich. Fast den ganzen Wahlkampf lang. Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren, auf langsame Geschwindigkeit, sondern wir müssen jetzt zulegen. Es ist die Zeit, endlich zu kämpfen. Ich habe keine Lust, keinen Bock auf Opposition. Ich glaube, ich bin der Antreiber. Ist das auch ein Verarbeiten der Niederlage gegen Armin Laschet ihrerseits? Es gibt niemanden, der Armin Laschet so lobt wie ich. Und deswegen glaube ich, dieses Lob ist auch gerechtfertigt und richtig. Und ich glaube und hoffe auch sehr, dass es Wirkung zeigt. Markus Söder bezeichnet sich als Ihr Antreiber. Ist das für Sie auch die korrekte Rollenbeschreibung? Nein, die CDU treibt an. Wir haben viele Ideen, wir haben das Wahlprogramm sehr geprägt. Und diese Unterschiedlichkeit zwischen CDU und CSU, die gab es immer schon. Auch jetzt gibt es unterschiedliche Akzente, wir sind unterschiedliche Typen. Aber ich glaube, programmatisch sind wir so eng zusammen wie lange nicht mehr. Auch der selbsternannte Antreiber wird abstürzen in den Umfragen. Es fällt nur weniger auf als beim Kanzlerkandidaten Laschet. Eine Vision der Modernisierung erforderlich. Ein Vierteljahr vor der Wahl verlässt Olaf Scholz das Land. 3 Tage Washington. Weltbühne. Es gehe um eine globale Mindeststeuer, erklärt er den mitreisenden Journalisten. Mit an Bord ist sein engster Vertrauter, Wolfgang Schmidt. Seit 20 Jahren an seiner Seite. Als Büroleiter, Referent, jetzt Staatssekretär. Und Berater. Auch im Wahlkampf. Reist jetzt hier gerade der Vizekanzler, der Finanzminister oder der Kanzlerkandidat? Ich mache jetzt hier eine Sache, die ich als Bundesminister der Finanzen auf den Weg gebracht habe, für die deutsche Regierung, also auch als Vizekanzler. Und natürlich spielt bei vielen Gesprächen eine Rolle, dass alle, mit denen ich rede, wissen, dass ich auch der nächste Regierungschef werden kann. Das kann man gar nicht voneinander trennen. Regierungschef Scholz? Viele Beobachter haben ihn längst abgeschrieben. Aber dafür gibt's ja Wolfgang Schmidt. Stundenlang kann er predigen. Scholz werde aufholen, sobald die Wähler aus dem Urlaub kommen. Es werde ein Duell Scholz-Laschet. Da müssen sich die Leute ja entscheiden, wen von den beiden trauen wir das zu. Jetzt mal ganz vorsichtig gesprochen. Die eigene Partei traut es Herrn Laschet nicht zu. Mehrfach dokumentiert. But you never can make a first impression twice, heißt es im Englischen, glaube ich. Höhepunkt der Reise. Besuch bei US-Finanzministerin Yellen. Scholz braucht ihre Zustimmung zu der Mindeststeuer. Und er braucht Bilder, die sagen, ich kann Weltpolitik. Since the last time I planned to go here was spring meeting 2020. And then it was cancelled and nothing happened since then. This is the first time. Globale Mindestbesteuerung für Unternehmen wie Amazon und Facebook. Nur wenige Deutsche haben bisher davon gehört. Scholz erklärt es in Washington zu seinem Meisterstück in Leadership. Führungskraft. Die Sache ist jetzt auf dem Gleis. Das wird nicht mehr aufzuhalten sein. Es ist wahrscheinlich im Bereich fairer Besteuerung in der Welt der größte Durchbruch seit den letzten 10, 20 Jahren. Später stellt sich heraus, so sicher ist das alles längst nicht. Trotzdem, Scholz ist gelöst wie selten. Wolfgang Schmidt verrät die Strategie.
Merkel kopieren, um Merkel zu folgen. Ich glaube, dass das, was die Bürgerinnen und Bürger an Angela Merkel schätzen, Eigenschaften sind, die man auch bei Olaf Scholz findet. Also der ist ganz klug, kennt sich aus, ist verlässlich. Und das ist, glaube ich, was, was die Bürgerinnen und Bürger bei Olaf Scholz auch erlebt haben. Sowohl zweimal als Bundesminister und dann natürlich auch in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister, wo ich glaube, wenn man objektiv drauf guckt, man schon sagen kann, das hat er ganz ordentlich gemacht. Wirklich? In Scholz' Zeit als Bürgermeister fällt die Affäre um die Warburg-Bank. Stichwort Cum-Ex. Scholz wird vorgeworfen, zugunsten der Privatbank das Finanzamt beeinflusst zu haben. Der Schaden für die Steuerzahler geht in die Millionen. Vor einem Untersuchungsausschuss behauptet Scholz, sich an den Inhalt der Gespräche nicht zu erinnern. Gehört das nicht auch zu Leadership, solche Dinge sehr klar und präzise zu haben? Eins ist ganz klar, es hat keinen Einfluss auf die Steuerverwaltung gegeben. Ich bin sehr froh darüber, dass es mittlerweile einen Ausschuss gibt, in dem die verantwortlichen Vertreter der Finanzverwaltung das von sich aus auch bestätigt haben. Damit ist das klar. Keine eigenen Fehler sieht Scholz auch im Wirecard-Skandal. Eine Behörde seines Finanzministeriums geht lange nicht vor gegen den Milliardenbilanzbetrug in dem Unternehmen. Auch hier muss Scholz für einen Ausschuss. Dass sein Haus versagt habe, oder gar er selbst, weist er zurück. Scholz' dunkelste Stunde bisher. Der G20-Gipfel 2017 in Hamburg. Der damalige Bürgermeister verspricht, das Treffen der Weltpolitiker werde wie ein Hafengeburtstag. Die Polizei hat sich sehr gut vorbereitet. Das sind tolle Leute, die souverän und sehr gelassen vorgehen werden und sicherstellen werden, dass es alles so weit wie möglich friedlich bleibt. Es bleibt nicht friedlich. Randale, Plünderungen, die Polizei überfordert. Scholz kann die Bürger nicht ausreichend beschützen. Er muss es eingestehen. Auch wenn ihm so etwas äußerst schwer fällt. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung. Sylt, Amrum, Föhr. Robert Habeck ist auf Küstentour. Allein. Tagelang hat er nach Baerbocks Buchveröffentlichung geschwiegen. Jetzt nicht mehr. Das ist die Summe von lauter kleinen Fehlern. Jeder für sich wäre nicht wichtig. In der Summe hat es natürlich dem Image geschadet. Aber es ist ein Image und die Person Annalena Baerbock ist anders, kann mehr. Und wir haben noch 2 Monate dafür zu sorgen, zu kämpfen, die Chancen zu nutzen, dass genau das wieder erkennbar wird. Auch Habeck hat ein Image. Je mehr Fehler Annalena Baerbock macht, desto größer erscheint er. Auf mich wirkt er bodenständiger, solider und, wenn ich das überspitzt sage, nicht ganz so aufgeblasen. Wechseln, das wäre Blödsinn. Halte ich nichts von. Da musst du jetzt durch. Und das war halt Volk auch. Wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir als erstes die Meere. Vom Ziel Kanzleramt spricht Habeck nicht mehr. Und Baerbock erwähnt er nur auf Nachfrage. Eine ganz knappe Frage. Bleibt Annalena unsere Kanzlerkandidatin? Ja. Jetzt bleibt der Eindruck hängen, die Rückendeckung für Annalena Baerbock als Kandidatin ist aktuell wichtiger, als alles dafür zu tun, die Chancen aufs Kanzleramt wieder zu erhöhen. Ist das wirklich die richtige Priorität? Ja. Die Kandidatur Baerbock ist wichtiger als die Grünen im Kanzleramt?
das, was sich damit verbindet, nämlich Loyalität zu dem Projekt, das man gestartet hat, muss sich daran messen lassen, ob sich die Loyalität auch in den schwierigen Phasen durchhält. Haben Sie jemals überlegt, die Kandidatur an Robert Habeck noch mal abzutreten? Der Wahlkampf ist für uns holprig verlaufen. Auch gerade zu Beginn gab es Rückschläge, auch eigenverschuldete Rückschläge, wo man natürlich selber reflektiert, wo man das nicht kalt lässt und sagt, Mensch, das hätte man aber besser und das hätte man anders machen müssen. Und ich bin kein Typ, der dann sagt, jetzt stecke ich den Kopf in den Sand, weil es mal hart wird, weil es mal richtigen Gegenwind gibt, weil ich es nicht richtig gut gemacht habe, sondern wir nehmen unsere ganze Kraft für die Erneuerung in diesem Land, weil so viel in unserem Land drinsteckt. Ende des Vorzeigeduos. Der Machtkampf, den die Grünen bisher vermieden haben, droht ihnen nach der Wahl. Mitte Juli. Eine Katastrophe. Mehr als 180 Menschen sterben im Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ausgerechnet in der Heimat von Armin Laschet. Die Flut zwingt den Wahlkampf in eine neue Richtung. Laschet ist schnell vor Ort, besichtigt die Schäden, gibt den Kümmerer. Deutschland beginnt, über den Klimawandel zu diskutieren. Die, die alles verloren haben, quälen andere Sorgen. Die Klimapolitik interessiert uns momentan in keinster Weise. Was uns interessiert, ist, dass wir wieder ein Dach über dem Kopf haben. Was die Spinner da sagen mit ihrer Klimapolitik, das ist uns wichtig, egal. Ist zwar wichtig, aber uns im Moment später, egal. Später kann man darüber noch reden. Als Landesvater muss Laschet sich ums Aufräumen kümmern. Als Kanzlerkandidat müsste er sich dem großen Ganzen stellen. Erderhitzung. Doch er bleibt im Kümmermodus. Das hat sich jetzt nicht verändert. Dass Sie sagen, wir müssen früher raus aus der Branche. Nein, Entschuldigung, Frau. Weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das Ziel CO2 reduzieren muss ein langfristiges sein. Und dann liefert Laschet ein fatales Bild. Ein Lachen an unpassender Stelle. Ausführlich wird darüber berichtet. Laschet bittet noch am selben Tag um Entschuldigung. Aber das Bild hat sich längst eingebrannt. Dabei zeigt er sich bei seinen Besuchen hier meist zuhörend, mitfühlend. Ich kann loben. 30 Jahre Leben, auf 3 Minuten ist alles weg. Na, denen geht's allen gut, oder? Ja, bitte kurz denken. Diese Bilder kommen nicht an gegen das eine. Öffentlich kleben bleibt das Lachen. Wo noch lässt sich nicht hängen. Nein, ganz sicher. Erinnern Sie sich an die letzten Ereignisse? Wo aber wir nervt Sie das, dass Sie auf dieses Bild reduziert werden? Ja, das ärgert mich selbst am meisten, weil ich habe mich für nichts wirklich in der letzten Zeit so engagiert wie für die Hochwasseropfer. Ich bin auch hingegangen, wenn es schwierige Situationen waren, wenn Menschen aufgewühlt sind, weil die Dinge nicht so schnell gehen. Und wenn dann immer nur nach diesem Bild gefragt wird, ärgert einen das. Und wie bekommt man das als Politiker wieder weg? Gar nicht, durch gute Arbeit. Ein anderer macht sich Laschets Fehler zunutze. Olaf Scholz setzt sein grimmigstes Gesicht auf. Ich kann's besser, soll das heißen. Gemeinsam versprechen sie finanzielle Hilfen. Scholz ist ja Finanzminister. Der Bund refinanziert die andere Hälfte und das Geld kann gewissermaßen abgerufen werden. Es geht also so schnell, wie es gehen kann. Der Wiederaufbau kann beginnen. Bisher haben die Umfragewerte der Union geschwächelt. Ab diesem Punkt stürzen sie ab. Die grüne Kandidatin war auch im Flutgebiet, aber bewusst ohne Fotografen. Die Katastrophe lenkt die Aufmerksamkeit auch so aufs grüne Urthema: Klimaschutz. Baerbock und Habeck zeigen sich erstmals wieder gemeinsam und locken die Hauptstadtpresse ins Moor, um ein Sofortprogramm vorzustellen. Neue Idee: ein Klimaministerium.
Das Ministerium hat dann entsprechend auch ein Vetorecht gegenüber anderen Ressorts, wenn eben Gesetze nicht auf dem Weg zum 1,5-Grad-Pfad und das heißt Paris-kompatibel sind. Klima im Fokus, Laschet im Sinkflug. Kann das die grüne Kanzlerschaft noch retten? Stopp 3G! Stopp 2G! Keine Testpflicht! Stopp die Pandemie! Herr Laschet, wird es Konzentrationslager für Ungeimpfte geben? Nein! Warte, hab ich keine Grundrechte! Wird es Konzentrationslager für Ungeimpfte geben? Ein politisches Grundanliegen von Armin Laschet lässt sich an diesem Ort ausleuchten. Olpe im Sauerland. Die Junge Union hat eingeladen zum Wahlkampfauftakt. Laschet sieht die Gesellschaft auseinanderdriften. Radikale Ränder stärker werden. Auf beiden Seiten. Etwa in der Corona-Politik. Ich nehme das ernst. Ich nehme das ernst, dass Menschen Sorgen haben in einer solch weltweiten Pandemie. Aber was unsere Aufgabe als CDU ist es, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Nicht diesem populistischen Ton bei einem so ernsten Thema nachzugeben. Es folgt ein Live-Praxistest. Eine Impfgegnerin hat sich Zutritt verschafft zur CDU-Veranstaltung. Ich sag Ihnen gleich auch was zu Ihrem Schild, ja? Jetzt können Sie sich entspannt irgendwo hinsetzen. Ich sag gleich was zum Schild. Gut, dass ich es gesehen habe, ja? Gut. Dass ich meine Meinung abgeben konnte. Haben Sie abgegeben, danke. In der CDU kann man das. Das kann man gut. Wir haben Meinungsfreiheit. Ja. Und freuen uns, dass Sie da sind. Ja, gut. So, jetzt noch mal zu diesem Team. Wohin Laschets Umarmungsstrategie führen kann, zeigt sich in der ersten Reihe. Friedrich Merz, sein ehemaliger Konkurrent um den Parteivorsitz. Jetzt möglicher Minister in einem Kabinett Laschet. Auf der anderen Seite sitzt Serap Güler, Integrationsstaatssekretärin. Laschet gilt als ihr Förderer. Güler und Merz passen nicht zusammen. Der Knackpunkt? Hans-Georg Maaßen. Die Südthüringer CDU hat den ehemaligen Verfassungsschutzchef als Bundestagskandidaten aufgestellt. Einen Mann, der auch AfD-Positionen vertritt, von einer Weltverschwörung raunt, Rechtsextremismus relativiert hat. Güler reagiert entsetzt auf diese Kandidatur. Sie twittert: Ihr habt echt den Knall nicht gehört. Wie kann man so irre sein? Merz hat mit Maaßen dagegen kein Problem. Ich halte das für inakzeptabel, was Frau Güler da gesagt hat. Nochmal, das ist eine beamtete Staatssekretärin der Landesregierung, die sich anmaßt, öffentlich die Leute für irre zu erklären. Ich respektiere diese Entscheidung dieses Wahlkreises. Das habe ich doch von hier aus nicht zu kommentieren. Es geht um eine existenzielle Frage. Da vorne ist Serap. Wie viel AfD-Position dulde die CDU im eigenen Haus? Der Parteichef müsste eine Linie ziehen, wenigstens intern. Doch Laschet lässt es einfach laufen, versucht den Konflikt jovial wegzuscherzen. Ja. Hallo. Jonas. Wir kennen uns jetzt nur vom Sehen her. Vom Sehen her. Genau. Ja, komm, bestimmt. Ich auch, genau so. Ja. Hallo, Franziska Schütte. In dieser konkreten Situation haben Sie gelacht über das Wort Beschimpfung auch und letztendlich das bis zur Unkenntlichkeit sozusagen dann stehen lassen. Die beiden kommen doch klar. Die haben eine unterschiedliche Meinung gehabt und das darf man doch in einer Partei mal haben. In einem so wesentlichen Punkt. Darf man unterschiedlicher Meinung sein, ja. Annalena Baerbock ist unterwegs in ihrer alten Heimat, Pattensen bei Hannover. Sie besucht eine neue Bio-Hühnerfarm. Ich habe ein liebes Huhn hier auch. Auch hier geht es um Bilder, aber auch um die Botschaft, Veränderungen im Sinne der Grünen sind längst im Gange. Wir haben die jeden Tag angefeuert, noch eins vielleicht mehr zu legen. Das hat aber auch nicht geklappt. Zu laut gelacht. Aber ja. Veränderung betont Baerbock auch in ihren Reden. Hallo zusammen. Schönen guten Nachmittag. Ich freue mich wirklich riesig, hier zu sein. Von Verboten, Zumutungen, Verzicht spricht sie nicht. Auch für die Grüne gilt, möglichst niemanden verschrecken. Es könnte Wählerstimmen kosten.
Wir schaffen das. Es steckt so viel Großartiges in unserem Land. Wenn die deutsche Industrie sagt, wir können das, Klimaneutralität, dann muss auch die zukünftige Bundesregierung den Mut haben, diese Erneuerung Deutschlands voranzubringen. Warum wagen Sie nicht den viel größeren Bruch auch mit der Politik Angela Merkels, zum Beispiel beim Thema Klima? Die Umsetzung beim Klimaschutz, die mangelt ja nicht an den Menschen in unserem Land. Die mangelt auch nicht mehr an den Unternehmen in unserem Land. Das muss halt Politik machen. Politik muss die Gesetze dafür machen, dass wir aus dem fossilen Verbrennungsmotor aussteigen und den Kohleausstieg deutlich, deutlich vorziehen. Einen vorgezogenen Kohleausstieg deutet mittlerweile selbst die Konkurrenz an. Und Corona hat viele Menschen veränderungsmüder gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Hoffnung und dicke Haut, was man ja, so braucht. Ja, das scheint ja alles nicht so leicht zu sein. Immer. Ja, das ist Wahlkampf. Ja. 120.000 Scholz-Plakate, ist richtig, ne? Und wir sind jetzt bei knapp 150.000, ja. Okay. Ein guter Monat vor der Wahl. Das Kampagnenteam der SPD ist bestens gelaunt. Der Trend geht tatsächlich in die Höhe, wie von Scholz' Umfeld vorhergesagt. In einigen Umfragen zieht die SPD sogar an der Union vorbei. Erstmals seit fast 20 Jahren. Ein Motivationsschub. Dass es auch an den Fehlern der anderen liegt, egal. Kanzler für bezahlbares Wohnen. Scholz packt das an. Kanzler für Klimaschutz. Scholz packt das an. Und Kanzler für sichere Arbeit. Scholz packt das an. Also auch da konsequent die Kopfnicker-Themen fortsetzen. Diese Geschlossenheit von Personen, Programm, Partei, das haben nur wir. Aber jetzt sind 41 Tage und da muss man jeden Tag aufpassen, dass nichts schiefläuft. Jeden Tag. In diesen 41 Tagen passiert tatsächlich noch etwas. Eine Staatsanwaltschaft wird Razzia anordnen im Ministerium von Olaf Scholz. Die Hintergründe sind undurchsichtig. Einmal mehr heißt der Vorwurf Aufsichtsversagen. Haustürwahlkampf in Berlin. Armin Laschet ist erstaunt. Ich habe schon viele Hausbesuche gehabt, nicht mit 50 Begleiter. Laschets Parteizentrale will gute Bilder verbreiten, hat satt Medien eingeladen und dafür gesorgt, dass dort, wo der Kandidat klingelt, auch tatsächlich jemand zu Hause ist. Auf gar keinen Fall. Sie wussten, dass er kommt. Ja, man hat mich ja gefragt, weil der Verfassungsschutz muss mich ja vorher überprüfen. Kann ja nicht jeweils hierher kommen. Und vielleicht bin ich ein Al-Qaida-Anhänger und bin ihm zu nah. Ganz nach Plan läuft die Aktion trotzdem nicht. Weil Armin Laschet ist, auf alle Vorbereitung pfeift und klingelt, wo es ihm gefällt. Das läuft nicht immer rund für ihn. Ist ihm allerdings egal. Politiker, die nur noch geglättet durch die Gegend rennen, nur noch gefeilte Sätze sagen und nicht mehr Empathie für den, der einem gerade etwas sagen will, schenken will, zu etwas ermutigen will, wenn sie das einfach alles abblitzen lassen, dann ist das unauthentisch und das will ich nicht sein. Wann ist Olaf Scholz mal richtig unvernünftig? Gibt es das überhaupt? Ich versuche, in dem, was ich politisch mache, mich an den Kriterien der Vernunft zu orientieren. Und ich glaube, das ist ganz gut so. Ein letztes Mal unterwegs mit Annalena Baerbock im Wahlkampfbus. Das Kamerateam darf ein paar Kilometer mitfahren. Auch nach einem halben Jahr Beobachtung lässt sie keinen Blick zu in ihre Seele. Die letzten Wochen oder Monate waren hart. Sie haben auch persönlich viel einstecken müssen. Wie haben Sie den Wahlkampf für sich persönlich verpackt, verkraftet? Es geht jetzt in die richtig heiße Phase des Wahlkampfs. Und wo es vorher viel um Persönliches ging, zeigt sich jetzt eigentlich deutlich, dass diese Wahl eine Richtungswahl ist. Und deswegen kämpfen wir als Grüne, kämpfen Robert Habeck und ich persönlich als Kanzlerkandidatin jetzt diese letzten drei Wochen mit allem, was wir haben, dafür, dass wir uns gemeinsam als Gesellschaft diesen Mut zutrauen, wirklich eine Veränderung und eine Erneuerung unseres Landes jetzt anzugehen. Hier lang.
Wenn es okay ist für Sie, wäre es für uns jetzt okay, wenn wir langsam zum Ende kommen. Ja, genau. Ja? Danke. Super, danke sehr. Zweieinhalb Wochen vor der Wahl. Armin Laschet ist unterwegs nach Paris zu einem Treffen mit Präsident Macron. Offiziell als Kulturbevollmächtigter der Bundesrepublik. Die Umfragewerte werden nicht besser. Die Partei ist hochnervös, fragt jetzt fast täglich, wann liefert Laschet endlich den Wendepunkt? Der Wendepunkt ist der Wahltag. Am Wahltag entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und dann werden Grundentscheidungen der Politik entschieden. Und dann wird nicht über vieles Nebensächliche diskutiert, was wir in den letzten Wochen erlebt haben. Daheim hat sich inzwischen die Bundeskanzlerin eingeschaltet, sich eindeutig für Laschet als ihren Nachfolger ausgesprochen. Dabei wollte sie sich doch raushalten. Auf dem Dach der deutschen Botschaft. Gespräch mit Journalisten. Laschet zeigt sich nachdenklich. In diesem Moment, gut zwei Wochen vor der Wahl, wie sicher sind Sie sich, dass Sie Bundeskanzler werden? Man kann sich nicht sicher sein, weil es eine knappe Wahl wird. Wir spüren das alle, dass es jetzt um eine Richtungsentscheidung geht. Und deshalb tue ich alles, was ich kann, dass wir diese Wahl gewinnen. Aber sicher darf man sich bei Wahlen nie sein. Sie könnten Zweiter werden? Es könnte sein, dass wir gewinnen. Es könnte auch sein, dass man nicht gewinnt. Schließlich SPD-Großkundgebung in Worms. Mittlerweile heißt das Duell Scholz oder Laschet. Doch Scholz hat mindestens zwei Probleme. Das eine nach wie vor, das Image seiner Partei. Oder unsere Industrie. Und lasst uns allen ein Geheimnis verraten. Wer will, dass der nächste Kanzler Olaf Scholz heißt, der muss, damit es klappt, SPD wählen. Schönen Dank. Auch die Razzia im Ministerium verfolgt ihn weiter. Wieder so eine komplizierte Sache, die nicht jeder sofort versteht. Das ist vielleicht sein Glück. Ist mir noch völlig unklar, ob er überhaupt irgendwas davon wissen konnte. Muss man ja mal gucken. Und die Sachen der Vergangenheit, ich denke, wenn man länger in der Politik ist, gibt es bei jedem irgendwas, wo was nicht gelaufen ist, wie es sollte. Es könnte natürlich einen Umschwung geben. Es kommt jetzt darauf an, wie die Konkurrenz das nutzt. Ein letztes Mal nachgefragt. Eineinhalb Wochen vor der Wahl. Verlieren ist keine Perspektive. Ich will erfolgreich sein bei dieser Wahl. Für die SPD und auch für mich. Und ich habe den Eindruck, es könnte klappen, dass die Bürgerinnen und Bürger mir einen Auftrag geben. Und wenn nicht? Ich bin sehr zuversichtlich. Fünf Monate sich beweisen. Fünf Monate auf und ab für Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Der Wahlkampf war ein Härtetest. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt erst noch.